Freiherr Herr Petermann. Tag. Sind Sie klar? Eins klar. Hier kick's her. So geht das, verstehst mich? So, nun bist du dran. Ja, ja, die Seefahrt ist eine nasse Angelegenheit. Der Junge macht seine erste Reise mit der Henriette auf Verdacht. Auf Verdacht? Das kann ich nicht korrekt verstehen. Ich mache einen Test hier, ob mir der Job liegt wegen Beruf und so. Aha. Und hast du schon ein Ergebnis von diesem Test? Brauche ich nicht, ich kenne mich. Na, hoffentlich. Gute Reise denn und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Morgen, Frau Jens. Frau Petermann. Morgen. Auch mal wieder bei uns in Svenburg. Ja. Ich habe viele neue Ware bekommen. Ja, das sehe ich. Das da. Natürlich. Die verelskten Schwäne, die liebenden Schwäne. Ein typisches Hochzeitsmotiv. Haben Sie so eine Fall mit Ihrer Töchter? Nicht dran zu denken. Die nächste Hochzeit feiere ich selbst. Sie? Nächstes Jahr. Meine silberne. Ach. Wasser, die Chefin! Na endlich, wir warten schon. Ich war noch kurz beim Frau Jensen. Los, geh ans Ruder. Na, du nicht, die Frau. Du holst die Gangway ein. Den Backschaft machen. Anschließend bringst du uns den Kaffee hoch. Chefin, was soll ich vor dem Kaffee machen? Backschaft, abwaschen, Geschirr wieder sauber machen. Wie nennt ihr denn das bei euch? Spülen. Na gut, dann geh spülen. Du, Henny? Ist was? Kleine Rätselfrage. Was haben die Maschine und ich gemeinsam? Maschine und du? Das Alter? 25 Jahre, schön wär's. Aber mit 25 ist das was. Dünnchrom. Das werd ich nicht. Henny, kleine Navigationshilfe. Guck mal her. Margot, ich hab doch genug im Kopf. Und da kommst du mir mit so einem Firlefanz. Natürlich. 25 Jahre Ehe kann man ja auch als Firlefanz bezeichnen. Hinrich Petermann, ich spiele darauf an, dass wir demnächst silberne Hochzeit haben. Na und? Wir haben doch alle nach 25 Jahren. Und nach 50 Jahren goldene, das wird mir Nachtmütz. Du snackst platt? Ist da was Ernstes? Allerdings. Du weißt, ich bin genügsam. Aber die nächsten 25 Jahre verbringe ich nicht mehr unter einem Dach mit deiner Mutter. Lass mich ausreden. Ich sag ja gar nichts. Wenn ich das jetzt nicht in die Hand nehme, dann werde ich alt und grau. Und wir sterben noch bei deinen Eltern. Wo willst du lieber sterben? Meinetwegen auf der Wiese nebenan. Aber nicht mehr unter einem Dach mit deiner Mutter. Wo willst du dein neues Dach hernehmen? Fertig, Bungalow. Mit Kredit über Gerdas Kassel. Harald, wo bleibt der Kaffee? Komm gleich. Ist das alles, was dazu von dir kommt? Nee, aber die nächsten 25 Jahre wollte ich eigentlich mit dir auf dem größeren Schiff verbringen. Damit unser Familienbetrieb mit der Zeit geht. Familienbetrieb, wir zwei beide. Fahren wir eben mit Besatzung. Du glaubst doch nicht, dass ich so einfach aufgebe. Nee, du bestimmt nicht. Er gibt die Henriette ihren Geist auf. Hinrich, du weißt doch, was der Staat für unrentable kleine Kümos vorschlägt. Abwarten. Wir sollen entweder vergrößern
oder aufhören zu fahren. Ich will dir mal einen Vorschlag machen. Deine Vorschläge kenne ich. Dann geh du mal hin und kassier die Abwrackprämie für dein Bungalow. Aber ohne mich. Geh ans Ruder. Wir müssen in die Werft, wenn wir keinen chronischen Maschinenschaden haben wollen. Wir haben da Ladung in Rendsburg. Wir können von Glück sagen, wenn wir rechtzeitig löschen. Ruf Makler Meier an, dass er uns bei Anders avisiert. Timmy! Jo? Wir könnten doch auch beides. Erst den Bungalow und dann dein größeres Schiff. Aber erst mal rufst du Meier an. Mach ich! Fräulein, der Kunde ist doch wohl auch auf der Sparkasse immer noch König. Natürlich, aber erst nach unserer Mittagspause. Was glauben Sie, wo ich herkomme in meiner Mittagspause? Was glauben Sie, wo ich hin will in meiner Mittagspause? Tut mir leid, die Schalter sind ohnehin nicht mehr besetzt. Hey, Fräulein, ist der erst 2 Minuten nach. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Altes Kassenhuhn, Mahlzeit! Überfall, oder was? Volker, damit scherzt man nicht. Immer dieselben Typen. Wenn die kommen, muss alles springen. Vielleicht hat er nicht eher Zeit. Ist doch erst 2 Minuten nach. Nicht gemeint, Frau Portler. Aber wenn ich ihn diesmal abgefertigt hätte, wäre er nächstes Mal noch später gekommen. Dann hätten wir aber vermutlich schon abgeschlossen gehabt. Hier an das Werkstattbüro. Sag mal, ist der Schmidt schon bei dir durch? Uwe Schmidt? Ja klar kennst du den, der immer mit dem Rad kommt. Schick ihn doch mal zu mir in die Halle. Sind Sie der Schmidt? Uwe Schmidt? Ja. Ja, wieso? Die sollen doch mal retour. Anruf vom Werkstattbüro. Moment, Uwe, ich komm. Das geht alles von meinem Feierabend ab. Sag mal, kannst du deine Verabredung mit der Bären heute Abend eventuell verschieben? Welche Verabredung? War ja nur eine Fangfrage, mein Junge. Aber wenn du heute Mutterseelen allein Feierabend machen willst, dann kannst du doch auch bei mir auf der Werft bleiben. Feierabend ohne Verabredung ist doch gerade der wahre Feierabend. In meiner Jugend war das ganz anders. Und komm mal mit dem dicken Hund hinterm Ofen vor. Der dicke Hund heißt Henriette. Maschinenschaden. Dringlichkeitsstufe 1. Aber das wird doch heute nichts mehr. Wann können die denn frühestens hier sein? Die sind schon da. Haben gerade festgemacht. Also auf Deutsch Überstunden. Ich bin ja bei dir. Mutti, lass es doch endlich nach Hause fahren. Wir können ja doch nichts helfen. Karin hat recht. Außerdem wartet Omi mit dem Abendessen auf uns. Ihr seid freiwillig hierher gekommen. Trotzdem will ich meinen Feierabend nicht auf der Henriette verbringen. Meinetwegen könnt ihr fahren. Wir bleiben. Ich will wissen, wie viel Schrottwert die Maschine noch hat. Die ist noch lange nicht in den Wechseljahren. Die Werftonkels sind da. Nun kick die da bloß mal an. Alle Petermänner auf einen Schlag. Hinrich, mein Gott. Mann, was sind die kleinen Mädchen groß geworden. Tag zusammen.
Der Kollege hier hat sich bereit erklärt, Überstunden zu machen. Ein bisschen Bewegung ins Konto bringen. Uwe Schmidt, klar. Klar, die Kasselhühner wollen auch leben. So, dann wollen wir mal ran an den Feind. Besucher vom Bord, wenn ich mal so sagen darf. Was machen wir mit Harald? Für Männer bleiben an Bord, das ist der Logo. Na gut. Tschüss, Jenny. Tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss, Papa. Mann, haben Sie schöne Augen. Hey, wehgetan? Ja, wir denken auch daran, dass Sie ein Kompliment machen. Soll nicht wieder vorkommen. Hat mir aber gefallen. Wenn du es genau wissen willst. Ja, dann machst du Mücke doch keinen Elefanten. Kinder, was wir vorhin über die Bauplätze in Schwielenfleth besprochen haben, das sage ich den Großeltern lieber selbst. Weiß Papa schon davon? Ja, ich habe schon vorgearbeitet. Margot, schön, dass ihr kommt. Abendessen ist schon fertig. Schön, Oma. Abend, Oma. Geht schon mal rein. Du, Mutti, ich finde aber, wir sollten jetzt nach dem Abendessen mit Ihnen reden. Ach, du, das liegt mir derartig auf den Magen. Ich will das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Oh, Gott. Na? Wie war die Reise? Oh, na ja. Alle der zum Ehrenwohl. Das ist aber eine Überraschung. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich schon ein bisschen rasiert. Ne? Na, Opa, dein Bart kratzt aber wirklich. Ja, Große, wie stehen die Aktien? Gestiegen, Opa. Komm, Kinder. Na, Margot, an Bord 1, Chloe. Ja, ja. Na, bis auf die Maschine. Und wo ist Hinrich? Der muss sich nicht drum kümmern. Mach mal einer auf. Ja, Oma, ich komm schon. Margot, schön, dass du wieder da bist. Ja, wo habt ihr den Hinrich gelassen? Du, der ist noch an Bord geblieben. Wegen der Maschine. Ach so. So. Wir reichen uns die Hand zum Bunde in dieser schönen Abendstunde. Gesegnet essen wir uns satt, was unsere Oma für uns angerichtet hat. Gilden, Hunger! Aber Kind, warum nimmst du denn so wenig? Ich möchte nicht noch dicker werden. Oh Gott. Du mit deinem Berufshintern. Opa, ich möchte euch was zur Kenntnis bringen. Ich bin nicht für Heimlichkeiten. Klar, Schiff muss sein. Wir haben beschlossen, dass... Du hast beschlossen, Mutti. In meinem Namen kannst du nicht sprechen. Na, also gut, ich habe beschlossen, wir verändern uns. Ist was mit der Henriette? Habt ihr was Größeres? Nee. Wir ziehen unter ein eigenes Dach. Mhm. So. Dazu hat der Junge doch wohl auch noch ein Wort zu sagen. Hat er. Ja, und Amen. Wo wollt ihr denn hinziehen? Nach Schwielenfleth. Die Gemeinde dort hat die Erlaubnis bekommen, 15 Bauplätze auszuweisen. 12 Kilometer von hier. Für zu Fuß ist das ein bisschen weit.
Wisst ihr was, wir können doch alle in den nächsten Tagen da zusammen hinfahren, dann guckt ihr euch das an. Ja? Also jetzt wird erst mal gegessen. Kinder, nun hört mal zu. Da unten, das ist der Bauplatz für den künftigen Bungalow. In Wassernähe, nicht weit von den Großeltern und nah bei euren Arbeitsplätzen. Also für jeden von uns etwas. Na, Hini, wie findest du das? Da schwimmt mein Bungalow. Und da steht meiner. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich die ganze Zeit über sagen wollte. Ja, mein Hinrich. Nee, nix zu dir, zu Gerda. Ja, Papi? Ich soll dich grüßen von Uwe Schmidt. Von welchem Uwe Schmidt? Na, der von der Werft. Ach, der. Kannst ihn gelegentlich mal wieder grüßen. Ich krieg hier langsam kalte Füße. Und ich muss wieder auf die Henriette. Hinrich, was sagst du nur hierzu? Und du hast doch längst für uns beide entschieden. Du, für den Kreditantrag brauche ich deine Unterschrift. Beim nächsten Landgang. Nee, ich habe aber schon alles zur Unterschrift vorbereitet. Hoffentlich hast du das auch gut überlegt. Fräulein Petermann, soviel ich weiß, ist die beim Chef drin. Kann ich denn nichts für Sie tun? Gerda, ein persönlicher Kunde für dich. Den überlasse ich dir dann. Ich gehe. Jetzt? Bist du geflogen? Nee, ich habe selbst gekündigt. Morgen ist für mich der letzte. Ich gehe mal kurz Kuchen holen. Tja, dann müssen Sie doch mit mir Vorlieb nehmen. Moment. Meine Kollegin bedient Sie weiter. Nein, ich bin doch Ihr Fan. Sie haben einen ganz netten Grinschen drauf. Danke. Ihre ist auch nicht ohne, wenn Sie wollen. Das haben Sie schon mal gesagt. Übrigens, ich habe noch Pause. Darf ich Sie begleiten? Bitte? Ihr Auto? Mhm. Mein steht da. Ja. Ich arbeite in Kranz. Ich habe mein Konto in Kranz und ich wohne in Kranz. Wozu brauche ich da ein Auto? Stimmt. Kennen Sie das Café da unten? Hm. Da gehen wir jetzt hin. Ach, meine Hüfte. Opa, das kommt von den ewigen Latschen an den Füßen. Du musst Schuhe mit Hacken tragen. Das ist die Feuchtigkeit. Ach, Opa. Oma, das ist sicher für mich. Margot Petermann. Fragt nach England? Aber Hans Meier, du weißt doch ganz genau, dass wir bei den niedrigen Frachtraten nicht auch noch einen Steuermann anheuern können. Nee. An fremde Leute schmeißen wir kein Kapital weg. Ich lass mir schon was einfallen. Du hörst noch von mir. Tschüss, Wiedersehen, Ende. Tag, Mutti. Ich habe eine sensationelle Neuigkeit. Ich habe gekündigt. Was hast du? Gekündigt. Morgen hat sich's ausgesessen. Und dann mache ich endlich das, was ich schon immer tun wollte. Ich fahr zur See. Oh, Gerda. Weißt du, ich freue mich ja, aber muss das gerade jetzt sein, wo wir den Kredit bei deiner Bank beantragt haben? Ach, der läuft auch ohne mich. Der Chef war prima, hat mich richtig verstanden.
Und wenn ich wegen der Augen nicht an Deck fahren kann, dann fahre ich eben als Koch auf der Henriette. Da bringt mich keiner von ab. Also, Gerda, ich bin ganz von den Socken. Na, dann hol schon mal einen Sprachführer. Wir haben nämlich Fracht für England. Opa! Kommst du mal? Ja. Aber es geht doch nur mit Steuermann. Ja, das weiß ich auch. Meinst du Opa? Hat dein Großvater das Akü oder nicht? Hätte. Immer noch. Opa, zieh die Latschen aus. Und lob mir doch den Latschen an, ihr Freund. Was gibt das denn? Opa, du ziehst die Latschen aus. Wir fahren nach England. Und du fährst mit. Als Steuermann. Ja, du fährst mit und ich auch. Oh, mit dir. Captain, ich wusste gar nicht, dass Ihr Vater das Akü hat. Früher hieß das Mara 1. Hoffentlich hat er das nicht liegen lassen. Das Patent ist das Wichtigste an der ganzen Englandfahrt. Wieso? Das hast du auf deiner ersten Reise doch schon gesehen. Die Schiffsbesetzungsstärke muss stimmen. Und die Bemannungsrichtlinie, ne? Genau. Captain, da kommen Hunderte von Menschen. Ach, der Komm doch mal her! Ach, Gerda. Mensch, bist du pünktlich. Wir können gleich los. Hast du dich schon verabschiedet? Nee. Tschüss, Uwe. Wieso? Ich fahr mit. Da staunst du, was? Wir waren da verabredet. Das können wir ja auf meinem ersten Landgang nachholen. Ich war als Koch. Und ich hab geglaubt, du hast auf der Kasse nur Quatsch gemacht. Mensch, Uwe, ich hab's doch nie mehr ausgehalten. Fängt's bei uns eben mit Abschied an. Hast mal ein Wochenende für dich, ist doch auch ganz schön. Guten Tag, Hilfbild! Tschüss, Mutter! Kommt gesund wieder! Was gut, Henry? Margot, wo willst du denn noch hin? An Land, ich bleib hier, ich muss mich um Bungalow kümmern. Da kommt dein neuer Smutje. Ja, deine Tasche. Danke. Ich will die hier nehmen. Willst du auch noch mal begreifen? Herr Petermann denkt, und Frau Petermann denkt. Tschüss, tschüss. Gute Reise. Macht's gut. Tschüss, Opa. Tschüss, Harald. Herr Petermann. Tag. Sind Sie klar? Ans Klo. Hier kick's her. So geht das, verstehst mich? So, nun bist du dran. Ja, ja, die Seefahrt ist eine nasse Angelegenheit. Der Junge macht seine erste Reise mit der Henriette auf Verdacht.
Auf Verdacht? Das kann ich nicht korrekt verstehen. Ich mache einen Test hier, ob mir der Job liegt wegen Beruf und so. Aha. Und hast du schon ein Ergebnis von diesem Test? Brauche ich nicht, ich kenne mich. Na, hoffentlich. Gute Reise denn und auf Wiedersehen. Tschüss und tschüss. Morgen, Frau Jens. Frau Petermann. Morgen. Auch mal wieder bei uns in Svenburg. Ja. Ich habe viele neue Ware bekommen. Ja, das sehe ich. Das da. Natürlich. Die verelskten Svener, die liebenden Schwäne. Ein typisches Hochzeitsmotiv. Haben Sie so eine Fall mit Ihrer Töchter? Nicht dran zu denken. Die nächste Hochzeit feiere ich selbst. Sie? Nächstes Jahr. Meine silberne. Ach. Was soll die Chefin?